denken sich alle wahrscheinlich, what the fuck, Multi, was soll denn der Scheiß? Das habe ich mir gerade auch einen Moment lang gedacht, weil ich mir gerade gar nicht so sicher war, was ich hier überhaupt für einen Scheiß fabriziere. Das werden wir jetzt einmal abbauen. So. Das muss ich auch noch. Ich hatte eigentlich gedacht, ob ich das vielleicht mal größer baue hier. Aber momentan, ich benutze Reaktoren so ungern. Wobei, na, momentan brauche ich den Strom gar nicht. Guckt euch das an. Guckt euch einfach dieses Ding hier an. Und hier funktioniert einfach alles so gut. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Denken sich alle wahrscheinlich, what the fuck, Multi, was soll denn der Scheiß? Das habe ich mir gerade auch einen Moment lang gedacht, weil ich mir gerade gar nicht so sicher war, was ich hier überhaupt für einen Scheiß fabriziere. Jetzt weiß ich, es ist wunderschöner Scheiß. Ja, wunderschöner Scheiß. Kreativer, wunderschöner Scheiß. Und unser Dreck ausgegangen für den wunderschönen, kreativen Scheiß. Wir sehen, es funktioniert alles relativ gut. Wir haben so eine ganze Menge Yu-Yu-Matter. Da könnte man sich was überlegen. Da ihr wisst, dass man mit Yu-Yu-Matter Gras machen kann, werden wir das auch tun. Nämlich. Irgendwie so. Usage. Schauen wir nochmal. 2. Okay. Und über hier. Gut. Wir haben ein paar Bögen. Hat natürlich wieder nicht gereicht für einen Hallen. Haben wir hier noch was? Bei dem. Ah. Bingo. So. Können wir uns wieder mehr Gras machen? Was war das denn? Ich verstehe das mit dem Regen nicht. Das Schöne an Gras ist, wenn wir jetzt hier sowieso Dreck dazwischen haben, er breitet sich aus, so wie da.
So, ihr seht, ich bin etwas planlos. Und nur etwas. So, wenn ich jetzt hier diese Reihe mache, dann mache ich gleich mal vernünftig. Wird sich das gleich richtig schön ausbreiten. Das ist das Schöne bei Gras. Es breitet sich aus. Da ist schon der erste gekommen. Mensch, Johnny, das von Johnny steht ja immer noch, ey. Da ich jetzt die Zeit hätte, müsste ich eigentlich meine Raketenstation aktivieren. Weil, es ist zwar ein Vorteil, aber das ist so eine Kriegssache. Wobei Johnny macht das ja dann auch, muss, hat ja dann kein, ah nee, das wäre gemein. Nee, das machen wir mal. Ich muss mir das mal ausdenken für den nächsten Tag, dass ich mir irgendwie einen Platz dafür aussuche. Man könnte, da ich jetzt so offen darüber reden kann, man könnte sich überlegen, hier jetzt irgendwie eine Struktur hinzusetzen, die harmlos aussieht, aber eine Rakete beinhaltet. Müsste man gucken, wie man das macht. Es ist möglich, das unter Wasser zu setzen, das habe ich ja schon gezeigt. Und dass die funktioniert, habt ihr auch schon gesehen in dem Fail-Take. Wir setzen auch einfach mal ganz gewagt mittendrin Grasblöcke. Vielleicht hat das ja irgendwie einen Nutzen. So, wir machen das jetzt auch mal folgendermaßen. Wir machen jetzt mal drei. Oh, jetzt hab ich. Das erste Mal ein Rockler. Mein Gott. Wer weiß, was da gerade passiert ist. So. Dasselbe machen wir drei Blöcke weiter, nämlich so. Machen wir wieder unser gutes altes Rasterverfahren. Nein, eigentlich kein Raster, eher Grillrost. Ja, ein Grillrostverfahren. Patentiert natürlich. Dasselbe. Drei Blöcke weiter, also vier Blöcke eigentlich. Nur Monster spawnen hier immer so gerne, das ist doof. Da müsste man noch Wrathlamps nutzen ohne Ende. Ja. Also man kommt dem schon echt nah. So, schauen wir mal, was habe ich noch für Vorschläge? Da sind ganz viele, aber die passen alle nicht jetzt gerade. Lieber in der Stadt oder im Dorf leben? Ich hätte mir auch mal die Namen aufschreiben sollen oder die Namen. Das ist vielleicht nochmal freundlich gewesen. Boah, das
Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Ich Idiot. Du Idiot. Lieber in der Stadt oder im Dorf leben? Das ist eine interessante Frage. Also im Grunde würde ich lieber im Dorf leben. Es ist ruhiger. Ich bin ein ruhiger Mensch. Und ich lege gern Wert auf Privatsphäre. Deswegen wäre ein Dorf ganz gut. Die Stadt hat aber den Vorteil, dass man halt... Ja, man lebt halt in der Stadt. Man kommt überall hin. Wenn du Hunger auf ein Brötchen hast, dann gehst du eben rüber zu McDonald's Brötchen essen. Ich esse aber Burger. Oder zum Bäcker. Das trifft sich so etwas eher. Also richtig spawnen tun sie hier noch nicht. Aber wartet jetzt mal ab. Ich warte noch auf den Creeper, der von hinten kommt. Da sind wir dann erstmal eh unseren Dreck losgeworden. Und wir hören... Wir hören... Er ist immer noch am Arbeiten und macht uns schön Sand. Nee, das wollte ich nicht. So. Mit Gras arbeiten ist im Moment etwas schöner. So. Wisst ihr, was jetzt gut wäre? Builders Wand. Der hätte einiges erspart. Ja, also, ich würde eher sagen, weißt du, am liebsten wäre mir so ein Vorort. Schön gemütlicher Vorort. Am besten so ein schönes Neustadtgebiet. Wo nur Rentner wohnen. Mit schlechtem Gehör. Und gutem Internet. Ich glaube, das wäre mit das Erste, worüber ich mich informieren würde, bevor ich irgendwo in der Gegend ziehe. Gibt es hier gutes Internet? Nein. Und schon bin ich weg. So. Das sieht schon richtig Hammer aus.